Willkommen zurück bei Dark Souls. Wir sind immer noch hier unten, wo mir der Name immer komplett entfällt. Oh Gott! Ohne Lavaschlupf mehr, ohne dem. Ich hätte nicht gedacht, dass man so schnell stirbt, ehrlich gesagt. Okay. Und dann halt so, schade um die Menschlichkeit. So, wo haben wir ihn? Immerhin. Der höllenweiter Unterschied, meine Fresse. Also jetzt wieder ordentlich durchrennen. Diesmal versuchen, nicht in das Loch zu fallen, wäre vielleicht nicht ganz so schlecht. Wir haben 6000 Seelen. Wieso habe ich denn eigentlich da oben eine Menschlichkeit? Verliert man die nicht eigentlich auch immer? Seht ihr, zig Stunden in Dark Souls und immer noch nichts kapiert in dem Spiel. Sehr nett. Roter Brocken. So, hier gab es ja gar keine Gegner mehr, oder? Durch Nebelwand schreiten. Und zwar werde ich hier wieder höchstmögliche Regeneration der Stamina. Feuerverteidigung, wie viel versteigt, wie viel denn eigentlich? Einfach nur, weil wir wahrscheinlich sehr viel rollen werden. Wir werden ja wahrscheinlich jetzt von neuem anfangen müssen. Ja, gar keine Geräusche sind groß. Nein, müssen wir nicht. Schön. Du Sack. So ein kleiner Sack. Ich lasse den Ring jetzt da. Das ist mir... Kleine Zunahme von TP. Ja, das ist schön. Jetzt muss ich natürlich wieder den Ring suchen. Nehmen wir den. Ja. Das ist natürlich schon eine etwas weitere Strecke. Das da oben ist die Brücke, wo wir den Dämonen abgemurkst haben, oder? Kann das sein? Aber es ist halt trotzdem, finde ich, nicht kürzer, oder? Wenn man da lang gehen würde. Ganz schön viele Gegner hier. Ja, ja. Jetzt mal nicht. War das vor uns auszusehen, dass er denn... den anderen Gegner drunter hatte? Ich habe keine Ahnung.
Eine wunderhübsche Animation. Wenn man das Animation nennen kann. Welche Überraschung! Oh. Wieso ist denn eigentlich Holz mit Feuer? Trink! Mann, du Trottel! Er wollte einfach nicht trinken. Und jetzt da wieder hinrennen, ist halt ein bisschen doof eigentlich. Also bei The Search zum Beispiel wollen die Wege zum Boss, wenn man gestorben ist, was ja auch sehr oft vorgekommen ist, na gut, beim ersten wahrscheinlich mehr als beim zweiten Teil, wollen die Wege kürzer zum Boss. In der Regel. Nicht immer natürlich. Hier rennen wir ja viel. Das wäre sehr unpraktisch, wenn wir den nehmen würden. Oh. Wird gesprintet. Verpiss dich. Wenn wir Habels und Ugly nehmen würden, das wäre natürlich sehr unpraktisch. Da wären wir ja richtig langsam. Ah, zwei Schläge. Warum der rauskommt, wann? Verstehe ich nicht wirklich. Aber wann verstehe ich mal was? Jo. Ja, hör auf rumzurotzen hier. Uiuiui. Ah. Warum ist er echt jetzt dumm? Muss ich da nicht runter? Ich dachte, ich muss da jetzt runter. Mann! Ich dachte, ich muss da runter, wenn mir das Ding schon das aufmacht. Das ist anstrengend. Warum kann man die nicht sortieren, dass man zwischen den beiden Ringen einfach hin und her schalten kann? Also rollen ist jetzt auch nicht unbedingt schneller, wenn man das hier macht. Wie schön die Lava da unten sich in unserer Rüstung spiegelt quasi. Das wäre halt schön. Warum nicht die beiden, die ich jetzt immer nutze, nebeneinander legen? Wäre wahrscheinlich zu einfach.
Ja, sind gleich wieder da. Und wie geht's euch so, Leute? Habt ihr euren Feiertag schön genossen? Kommt ja bald der nächste Feiertag. Pfingsten steht vor der Tür. Verpiss dich. Und dann war es das ja erstmal mit den Feiertagen. Vielleicht nicht überall, bin ich jetzt nicht ganz so konfirm. Meiner dieses hässliche, schleimige Quietge-Ding da droppt, habe ich jetzt auch keine Ahnung. Allein war ja nichts mehr. Und wieder runterrutschen. Hui. Natürlich auch ein bisschen Strecken der Spielzeit. Wo muss ich lang? Okay. Du Sack! Lass mich in Ruhe! Was ist, ist ein bisschen sinnlos gerade. Ich muss da irgendwo runter. Geht ja fast nur da. Kleine Ratte. Nein! Arschloch. Da hinten sieht man ihn schon. Das ist halt ein One-Hit. Ah, jetzt wieder den Ring. Vielleicht werde ich dann auch den Feuerdings ringen, da sind wir vielleicht ein bisschen langsamer tot. So. So, so, so. Fast 15 Minuten und wir sind immer noch, weil halt 80% von der Folge der Weg zum Gegner sein wird. Soll ich mal gucken? Hey, Status umschalten. Feuerabwehr 212. Ja, schon deutlich höher. Täglich grüßt das Murmeltier. Ja, du mich auch. Du mich auch, mein Freund. Bei dem habe ich immer das Gefühl, den muss ich abknallern. Jetzt ist es mir auch mal egal, weil der halt komplett den Weg ausfüllt.
Oh, mal wieder. Feuerresistenz 50 höher, immerhin 25% knapp. Wie zur Hölle soll ich das da einsammeln? Mann! Ja, für so einen Endboss kann man sich eigentlich auch schämen. Muss man sagen. Sind ja gleich wieder da in 3 Jahren. So, mal sehen, wie ich ihn schneller haben hier. So. Irgendwie das Gefühl, dass das da schneller hingeht, irgendwie. Eigentlich hat der Kerl ja 2 Hände, warum kann er nicht mehr Rehe benutzen? Er hat wahrscheinlich ein bisschen einfacher, was? Zu einfach. Verschwinde. Kein Bock auf dich. Wenn man überlegt, wie die von oben aussehen, viel schlimmer. Diese Riesenmäuler und eklig. Und mal wieder. Diese Ruhe. Oh, es liegt gleich vorne. Jetzt kann ja schon nicht mehr viel machen. Alter! Boah! Oh, eine Fürstenseele. Nachricht lesen, gelobt sei die Sonne. Geschafft. Wie viel geschafft? 19.000, Alter. Leuchtfeuer rasten. Teleportieren. Eigentlich können wir ja Tochter des Chaos gehen. Waffen verstärken. Drachengroßschwert. Das Ding ist halt schwer wie die Hölle, oder? 50 Stärke bräuchte man. Sind wir noch weit weg? Wir sind bei 36. Rüstung verstärken haben wir wahrscheinlich. Ja, Blech. Nichts, was wir.
Immerhin. Waffe verstärken, wahrscheinlich wirklich nur verzauberten Falkhorn. Die Riesenkeule können wir verstärken. Drachenzahn, alles die Dinge, die wir nie benutzen. Dämonsperr. Die Kristallhederbade, wie gesagt, Sachen, die wir nie benutzen. Das Drachengroßschwert fehlt uns halt noch wirklich viel. So, haben wir noch irgendwelche geilen Sachen? Haben wir irgendwelche Seelen? Seelen ist noch ein bisschen schade jetzt. Aber wir brauchen das. Scheinbare Wand. Ja, hätte einen Tipp geben können, den kleinen Typen mal nicht umbringen, hätte mir viel mehr gebracht als scheinbare Wand. Ich könnte natürlich auch in der Folge zurückgucken. Ich habe es wahrscheinlich gelesen, gedacht, hätte ich das nicht gewusst. Weil ich weiß, dahin gibt es noch irgendwas Geiles. Wo mal wieder bei blablabla wären. Muss ich direkt mal was gucken. Belastung ein und wir sind weit unter den 50%. Wenn wir Habels Ring mitnehmen, wären wir... Viel, so extrem viel fehlt uns nicht mehr eigentlich. Man sieht es da hinten schon leuchten. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber wird wohl geil sein. Ging sogar zwei Sachen. Das sind ja ganz schön viele Gegner. Halt cool, wenn die einzeln ankommen. Ah, da hat ein bisschen länger gebraucht zum... Für einen zweiten. Nein! Ich habe ja eine andere Idee. Wenn das beim ersten Mal nicht funktioniert, dann wäre es eine ziemlich dumme Idee. Meine Seele hätte ich schon gern noch zurück, wenigstens. Ich mache meine Idee, setze jetzt einfach mal um. Was? Nein!
Ich fand meine Idee ja gar nicht so schlecht. Ich mach das jetzt nochmal so. Was natürlich einfach nur dämlich ist, dass man da hochspringen muss. Wir haben ja auch nur noch einen, oder? Nein, wir haben gar keinen mehr. Wir haben keinen nach Ring der Opferung mehr? Ja, schade. 26.000 Seelen. Haben wir... Ach, soll ich vielleicht nicht hier gucken? Ich habe halt auch keine Ahnung, was das ist, was da liegt. Wenn man die einmal umgebracht hat, wären das weniger, oder? Und, was macht der denn? Und zwar... So. Silberrücken, überall Silber. Silberrücken vor allem, Leute. Ich bin... Wahrscheinlich bin ich durch. Sieht zumindest so aus. Abelsring. Hallo. Na komm. Schade. Grüß dich. Lass mich in Ruhe. Gut, das war ein bisschen Glück wieder. Dachte, ich habe den jetzt getroffen. Hallo. Oh, die tauschen am Plätze. Sehr fair. Was? Oh nee. Was war denn das jetzt? Leute, wir machen hier trotzdem eine kleine Pause und versuchen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, auf Wiedersehen.